Kurz vor 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Scheunenbrand in Kallenberg, Ortsteil Falken bei Limbach-Oberfrohna gerufen. Als die ersten Wehren eintrafen, stand eine mit Strohballen gefüllte Lagerhalle in Flammen. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte gerufen. Somit konnte der Löschangriff für die ca. 100 x 30 Meter Halle von allen Seiten durchgeführt werden. Schätzungsweise über 100 Feuerwehrleute von allen Wehren der Region waren vor Ort. Zwei Drehleitern waren ebenfalls im Einsatz. Die Wasserversorgung wurde über mehrere hundert Meter vom Dorfbach aufgebaut. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Insgesamt wurden die Halle und 400 Tonnen Stroh vernichtet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 160.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Der Einsatz dauerte bis zum Folgetag an.